herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. So, ich hatte letztes Mal schon... Was ist denn jetzt los? Warum leckt denn das heute so? Bei mir nun nicht. Okay. Ich hatte letztes Mal hier den Anhänger schon gefüllt mit Kalk. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Ich bin noch am Rendern von einer Folge für morgen. Deshalb kann sein, dass der PC ein bisschen lahm ist heute. So, du räumst auf, ich fange mal an zu kalken. Ja. Ich hoffe mal, dass der Kalk reicht, weil wir haben kein Geld mehr. Sich. Und heute schon auf Patch 1.4. Genau. Ja, schon ist relativ. Die Folge kommt ja. Oh, nee, warte mal, wann kommt denn die Folge? Die Folge, die wir jetzt aufnehmen, kommt am. Welches Datum haben wir? Doch, die ist von gestern. Also gestern haben wir die Folge aufgenommen. Ich muss ja immer ein bisschen gucken, dass ich Sessions aufnehme. Heißt ein paar Folgen am Stück. Dass ich rumkomme mit der Zeit. Sonst ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber es ist noch die alte Hofbergmann-Map. Da müssten wir mal die Tage schauen, ob wir da updaten. Das soll wohl nicht gehen. Da müsste man einen neuen Spielstand an. Komplett neu. Ich glaube schon. Fahrzeuge übernehmen geht nicht. Ja, Fahrzeuge übernehmen könnte man. Via XML, das geht ja. Ja, mehr bräuchte man ja nicht. Fahrzeuge und. Ja. Zählen da die Kühe auch dazu oder die Tiere? Ich glaube nicht. Aber die könnten ja über. Wir könnten ja dann uns für eine kurze Zeit extra Geld auf das Konto. Soll ich mal in Anführungsstrichen cheaten? Ja, das müsste man dann über ein Hofkonto machen, das, da hast du recht. Ich weiß, ich habe immer recht. Hehe. So, ich glaube, ich vermute wirklich, der Kalk reicht nicht. Was können wir denn verkaufen? Wie sieht's denn aus mit dem Rapspreis? Ich schaue. Raps. 1261 steigend bei. Dann warten wir da gerade noch ein bisschen. Und dann müsste man den wahrscheinlich verkaufen. Ja. Ich habe jetzt noch 3K im Anhänger. Was pflanzt man hier an? Soja? Können wir machen. Ne, warte. Ne, wir müssen irgendwas anpflanzen für den. Damit wir Schrot herstellen können. Also Gerste oder so. Gerste oder Weizen. Ja, Gerste oder Weizen. Wir machen Gerste. Oder? Nach Mehl, oder? Ich weiß nicht. Ja, eins für, ich weiß nicht, ob es mit Hafer auch geht. Produziert ja auch Stroh. Also wenn es mit Hafer auch geht, dann vielleicht. Ja, wobei wir benötigen das Getreide ja sowieso für den Getreideschrot. Ja, machen wir Weizen. Okay. Ist noch Käse oben in der Käserei? Ich glaube, da müsste noch mindestens einer fertig sein. Ich schaue. Muss ich aber erst schauen. Alter Bibsch. So, Kalkstreu ist leer. Ich glaube, gerade mal für die Hälfte vom Feld gereicht. Einer ist fertig. Und einer fast. Dann tue ich den einmal ins Regal. Jo.
Sollte man vielleicht schauen, dass wir vor 19 Uhr den Käse runter tun, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Ja. Was wollte ich denn jetzt tun? Weiß ich nicht. Theoretisch Kalk kaufen, aber der ist ja leer. Da haben wir ja kein Geld. Hol ich mal die Semmel. Ne, warte, müssen wir hier noch gruppen? Oder haben wir direkt Zeit? Ich weiß nicht. Ey, wie fährst denn du heute? In Spanien. Papa. Was haben wir hier stehen? Ah, die Kartoffelsämaschine. Mal. Irgendwie habe ich heute schlechte FPS. Könnte eventuell an Patch 1.4 liegen. Ja, toll. Mal wieder. Du? Ja. Haben wir überhaupt noch eine Sämaschine? Nee, ich glaube, wir müssen. Wir haben die verkauft und haben uns die erst gemietet. Dann haben wir noch ein größeres Problem jetzt. Ja, aber sowas von. Also, dann verkaufe ich den Raps jetzt. Oder willst du das machen? Nö, kannst du machen, dann fahre ich schon mal zum Händler. Wo habe ich jetzt? Haben wir Saatgut haben wir oben? Saatgut haben wir irgendwo stehen, glaube ich. Haben wir, glaube ich, nicht alles verbraucht. Hier ist Schweine. Ah ja, hier war doch Seeds, oder? Ja. Ein Big Pack haben wir noch. Und eins offen, nee, doch, alles. Nimm den kleinen Strautmann auch mit, dann kriegst du gleich alles rein. Okay. Aber irgendwie. Wow, perfekt. Gerade so gereicht. In der Innenansicht. Nice one. Gut, ne? Ja. Dann nehme ich den Kalkstreuer gerade mal mit zum Händler. Ja. Ja, vergiss denn hier immer die Rundumleuchte anzumachen und die Scheinwerfer. Das Licht. Für was brauchst du die jetzt? Wir hatten das Thema schon mal. Ist besser als keins. Besser als keins, aber nicht vorgeschrieben. Vor allem die Rundumleuchte nicht. Na klar, mit zwei Anhängern. Bin ich mir nicht sicher. Muss man mal rausfinden. Nicht jeder Traktor hat eine Rundumleuchte. Ja, ist richtig. Dann darf er auch keine zwei Anhänger transportieren. Doch. Ja, darf er schon, aber dann muss es irgendwie eine extra angebaute Rundumleuchte haben. Glaube ich. Das wäre mir neu. Bin mir nicht sicher. Nicht zu 1000%. So, Kalkstreuer ist da. Hatte ich den Kalkstreuer gekauft oder gemietet? Das musst du. Oh, der ist nur gemietet. Oh oh. Es gibt Ärger. Nee, warte mal, dann sehe ich erst, dann kalke ich erst kurz fertig. Wenn du verkaufst, hast du ein bisschen Saatgut. Dünger. Kalk, verdammt. Mensch. Ich muss eh in der Nähe vom Shoppen. Okay. Dann kannst du vielleicht die Anhänger erstmal stehen lassen und dann gleich die Sämaschine mit zurücknehmen. Das kann ich theoretisch machen, ja. Wie viel Pesen hast du denn? Du hast den großen Fendt, gell? Ich hab den Fendt. Ja, wir haben ja nur zwei. 140. Nein. Ich werde Auto überholen. Hat nicht geklappt. Aber nicht links überholen, sondern rechts. Nein. Mensch, der schafft die. Wie viel, warte mal, wie viel hat denn der? 180, dann tauschen wir. Dann mieten wir uns die pronto. Mhm. Aber letztes Mal hat es für die Dings gereicht, für die Lenken. Die großen. Ja, aber da müssen wir vorher gruppern. Stimmt, da war was.
Stimmt, damals hatten wir gefügt. Genau. Oh, mal Grube. Grube haben wir nicht. Wie lange brauchst du denn noch? Guck auf die Karte. Habe ich aus. Ist aber langsam unterwegs. 53. Na gut, das geht jetzt auch gerade bergab. Und wir müssen halt natürlich schauen, dass wir, hat man ja gesagt, schnellstmöglich dann. Ah, der Pferdehof will das Zeug. Und die Gärtnerei kaufen. Ach, die. Für die. Wie viel 1000 hast du denn drin? Fast voll war ich. Also 31.000 irgendwas. Hab grad abgekoppelt. Okay. Ja, dann kriegen wir das. Dann muss man rückwärts ranfahren. Ah, oh, wir haben ja keine Drehschemel. Ja, mit Drehschemel ist halt eine kleine Herausforderung. So, warte eine mal. Kleine, guck eine mal. Kleine große Herausforderung. Jo. Also ich habe ungefähr, ja, brauch schon noch mal so 6000 Kalk. Aber diesmal mache ich nicht den Fehler. Ah, hier, guckt mal hier, das sehe ich gerade erst. Was? Der Saatgut Big Pack sieht jetzt anders aus. Der ist jetzt gesponsert bei Pioneer. Und die Flüssigcontainer sind sponsored by Corteva. Das ist ja nice. Pioneer Saatgut gibt's auch als. Das ist ja nice. Warte mal, da gibt's neue Saatguts. 1900 für 2,1. Was? Neue Saatguts? Wo denn? Bei Paletten. Die sind sogar günstiger. 10 Euro und 100 Liter mehr drin. Wo? Ach, da. Ja. Interessant, Leute, interessant. So, ich hatte jetzt den Gedanken, dass wir Kalk. Aber Kalk war egal, welches Big Pack man nimmt, gell? Wie? Na. Also hier, der von LSFM Modding kostet 450 für 2000. Mhm. Und der normale kostet genauso. Also von dem her ist es egal. Ah, oh, das ist ja nice, dass jetzt manche Saatgut und das Saatgut und die Dings, die Herbizide und Flüssigdünger, neue Marken bekommen haben. Ja. 4. Verkauf wird es. Also wie gesagt, dann die Saatgut auf Paletten kaufen ist günstiger. Mhm. Und Kalk, Dünger müssten wir mal gucken. Da haben wir glaube ich nichts mehr am Hof. Doch, eins glaube ich. Habe ich meine ich gesehen zu haben gerade eben. Wo? Auf dem Regal da. Nee, das ist Schweinefutter. Achso. Okay. Aber dann die von LSFM Mottigen nehmen. Ja, klar. So, ich wollte Traktor tauschen, gell? Kommst du rüber dann? Mhm. Stell die Anhänger mal ganz unprovokant hin. Alter, lässt du den einfach im Leerlauf weiterrennen? Na klar. Achso, was soll ich jetzt machen? Sämaschine mieten, die Horst DC9. Mhm, mhm, Und ein Saatgut besteht noch am Hof. Das heißt, wir bräuchten noch zwei. Mhm. Nee, gar nicht wahr. Ja, nimm mal zwei Kalk und zwei Dünger. Wenn nicht, können wir es am Ende auf den Hof stellen. Zwei Kalk und zwei Dünger. Nee. Saatgut und Dünger. Also zwei Saatgutpaletten und zwei Dünger von LSFM Modding. Oder guck mal, ob das. Also, warte, hä?
2 Saatgutpaletten. Warte, warte kurz. Saatgut Big Pack, 900 Euro, 2000 drin. Nee, nimm die von LSFM Modding. Saatgut. 2 Stück und 2 Stück vom Dünger. Wäre ja blöd, wenn wir da mehr ausgeben, wie wir müssen. Saatgut. Und Dünger. Gekauft. Da braucht man ja nicht mal 2 von. Nicht? Weil in einem sind ja 2000 drin. Ja, knall die Maschine voll, der Rest wird man schon irgendwann wieder brauchen. Ja, der Dünger wird voll, aber der Weizen, also das Saatgut nicht. Saatgut hat glaube ich 3000, was noch schon mal. Ja, wie gesagt, den Rest stellen wir uns an den Hof und dann ist gut. Ich lasse es jetzt einfach so. Na, ich meine, wir müssen sie zurückgeben. Mhm. Dass wir das nicht herschenken. Mhm. Geschenkt gibt's nämlich nix. Geschenkt? Auf jeden Fall den Ding müssen wir den Käse noch runter schaffen. Ich schau mal gerade, wie es bei den Tierchen aussieht. Ja, das ist, weil ich gerade ins Menü gegangen bin. Schäfchen sieht gut aus. Da passt noch alles. Rein. Kannst du schon anfangen? Möchtest du ansehen? Nö, ich kalt kurz fertig. Oh. Was wollen wir denn überhaupt? Weizen hatten wir gesagt, ne? Ja, Weizen passt schon. Stimmt, da war was. Leute, der Dünger wird jetzt nicht mehr auf der Stelle verbraucht. Ah, das ist auch gut. Das finde ich echt sehr gut. Warte mal, da müsste es ja beim Kalk auch so sein. Nee, Kalk streut weiter. Das ist ein bisschen unrealistisch dann. Wieso ist jetzt beim Kalk, beim Dünger nicht mehr funktioniert, aber beim Kalk? Ja, ich weiß gar nicht warum, weil der sprüht das ja hinten raus. Und wenn du die anlässt, dann sprüht er immer noch weiter hinten raus. Okay, das ist eine plausible Erklärung. Dann müsste beim Kalk, beim Düngestreuer ganz normal auch so sein. Ja, eigentlich schon. Und für die Sämaschine habe ich die Erklärung, dass es einfach mit dem Saatgut in die Erde gesät wird. Und dass es nur in die Erde gesät wird, wenn auch Saatgut. Also die Saat dann reingeht im Boden. So schaut's aus. Aber liebe Freunde, das war's auch heute schon wieder. Wir haben so gut wie nichts gemacht. Bisschen Geld haben wir verdient. Mal wieder nichts. Obwohl wir eigentlich immer unterwegs sind, gell? Ja. Also, wir sind schon aktiv und stehen nicht nur in der Ecke rum. Aber es passiert halt noch nicht so viel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Oder alles. Wieder. Die Schofarm, wie man sagt. Und schaut gerne morgen um 19 Uhr wieder rein. Wow. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao.